Ja. Kommt nur bei mir nicht an. Mein Name ist Lothar Bodingbauer, ich komme aus Wien und habe dort so eine klassische Radiohandwerksausbildung gemacht während der Studienzeit, weil ich immer gern Radio gehört habe und ich wollte wissen, wie man das selbst machen kann. Und habe dann auch dann irgendwann angefangen, weil ich das machen wollte, für unseren Radiosender Österreich 1 Beiträge zu machen in Sendungen und eben in dieser Feature-Umgebung. Habe aber nie die großen Features gemacht, so diese Stunden-Features, weil es mir immer interessanter vorkommt, so Feature-Elemente in die Standardprogramme reinzuziehen. Und das macht irrsinnig viel Spaß, weil die sind es überhaupt nicht gewöhnt und die liegen dann völlig am Rücken, was man alles machen kann. So, ihr kennt es sicher von euren Sendern her, Feature-Stunde, ein Thema. Und wir schauen uns jetzt in einer Stunde an, wie man ein Feature macht, beziehungsweise welche Aspekte mir vorkommen, dass wichtig sind. Das ist vielleicht die richtigere Annäherung, weil wer weiß, vielleicht stimmt das gar nicht, was ich sage. Ich habe damit schon auch wirklich gearbeitet. Also ich kann versprechen, dieses Riesenrad-Ding zum Beispiel war vom Deutschlandfunk für die Reisesendung Sonntagsspaziergang, mach was, 150 Jahre Riesenrad, 10 Minuten hast du. Meine Frage an euch jetzt, wenn sich kurz, überlegt euch einmal, wie würdet ihr das machen? Feature, 10 Minuten, Riesenrad, Wien, 150 Jahre Geburtstag. Was soll da drinnen sein? Wie fangt man an? Wie fangt man an? Bitte. Erstmal würde ich mir Gedanken machen, also nicht einfach drauf losgehen, nicht einfach losziehen und irgendwelche O-Töne sammeln, sondern erstmal würde ich mir Gedanken machen, was will ich denn, also über den Aufbau, was will ich denn irgendwie für Elemente drin haben? Ja. Und dann würde ich mir natürlich schon überlegen, wie kann ich da zum Beispiel Töne, also O-Töne, und auch Akku einsammeln, genau. Also kann ich da, mit wem kann ich da sprechen? Vielleicht mit einem Besitzer von einem Riesenrad, auf den Jahrmarkt gehen, wo dieses Riesenrad steht. So, sowas. Ja, genau. Mit Gästen sprechen, die damit gefahren sind. Ja, selber fahren. Genau. Ja, doch, bitte. Ja, ich würde so ein Storytelling-Element nehmen, das sich dann durchzieht und dann anhand man es aufbaut. Es würde sich hier natürlich jetzt anbieten, eine Fahrt mit dem Riesenrad. Ja. Und dann anhand dessen irgendwie dann eben auch Interviews, vielleicht historische Hintergründe, was auch immer. Wie würdest du anfangen? Wer soll das erst machen? Steig ein. Einsteigen. Und man steigt ein zu irgendjemandem. Okay. Ja, schön. Okay. Zum Beispiel. Ja. Also erstes Element, einsteigen. Der Einstieg. Ja, jemand von euch? Bitte. Ich würde erstes Element oben stehen. Oben stehen? Über Wien. Ja. Wie klingt über Wien? Ich war leider noch nicht fast. Also, es klingt zum Beispiel, dass man in diesem Riesenrad, in dieser Kabine oben ist und eine italienische Reiseleiterin sagt Ecco und deutet hin und ich habe nicht gewusst, was Ecco heißt. Ich habe auch einmal Ecco gesagt, dann haben sie mir alle so angeschaut. So klingt Wien dann für mich. Okay. Ja? Gibt es irgendein Wiener Lied über den Prater? Ah, kann man nachschauen. Ah, ja, genau. Das ist übrigens sehr böse. Also praktisch Lieder, die zum Thema passen, böse. Also alles, was böse ist, kann man absichtlich übertreten. Ich habe ja, man hat immer sofort so ein Bild, Riesenrad abends schön über der Stadt, guckt sich das alles an. Das wäre so der einfachste Ansatz. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, wenn man das weiterdenkt, dass man vielleicht die Betreiber, die so einen ganzen Tag so ein Riesenrad betreiben, einfach mal begleitet. Ja. Und dann guckt, was die so erleben, was das eigentlich heißt. Ich betreibe ein Riesenrad und was ist da für eine Geschichte? Ja. So auf die Weise vielleicht. Ja. Ich habe dasselbe Problem gehabt und habe vorher nachgedacht und ich bin noch eins zurückgegangen. Ich wollte die Reiseform zeigen, die da in diesem Riesenrad passiert. Weil die Sendung ist ja, man verreist. Warum dann verreist man eigentlich auch im Riesenrad? 10 Minuten dauert eine Umdrehung. Durchmesser 61 Meter. Umfang 61 mal Pi. Das sind 189 Meter. 6 volle Umfänge pro Stunde. 1134 Meter pro Stunde. Das ergibt eine Durchschnittsreisegeschwindigkeit von 1,1 Kilometer pro Stunde. Es gibt dieses Und jetzt muss man die Leute in den Braten hinholen. Das geht schon ganz gut im Lied. Da kommen die seligen Träume.
da schon ein bisschen dieser Prater Vergnügungspark reingemischt. Und dann entwickelt sich die Geschichte nach genau den Elementen, die ihr genannt habt. Also all das ist dann irgendwie mit drinnen. Das heißt, für mich war einfach immer, ist immer wieder faszinierend bei dieser Feature-Geschichte, dass man Grenzen überschreitet, nämlich seine eigenen Denkgrenzen. Also wie komme ich auf die Idee, dass ich mich hinsetze und mit einer Rechenmaschine mal die Reisegeschwindigkeit ausrechne. Da muss ja auch irgendwas drauf sein, ja, gedanklich. Und mich das auch traue, weil das ist ja Risiko. Das kann ja sein, dass das auch bis deppert, kannst du nicht hören. Und das Interessante ist, je länger man in diesen Redaktionen auch mitarbeitet, desto abgeschliffener werden dann die Ergebnisse, weil jedes Risiko natürlich auch Scheitern beinhaltet. Und es ist durchaus so, dass man mit sowas scheitern könnte. Jedes 20. Mal passiert es auch ungefähr. Und dann muss man es umbauen und das ist stressig. Aber die 19 Mal, wo man diese Grenze überwindet, ist super. Ja? Und deswegen wollen die auch solche Beiträge. Bitte. Aber wie bist du auf die ganz konkrete Idee gekommen? Also was war sozusagen der Auslöser, der dich darauf gebracht hat? Es ist eine Rechenmaschine dagestanden. Und die hat schön geklungen. Das war's. Und dann haben wir gedacht, Moment, ich muss ja gerade eine Sendung machen und so. Ja. Und dann haben wir gedacht, ich wollte es ja selbst wissen, wie schnell ist es dann, wie ich diese Rechenmaschine kurz dran gedacht habe. Wir werden dann gemeinsam, das geht sich alles super aus, hoffentlich, auch ein Feature planen. Da werden wir das nochmal ausprobieren. Ich würde ganz gerne mal die Definition anschauen. Da gibt es so die populäre Definition, alles ist Feature, was für die Menschen ist, alles Feature, was über einen normalen Textbericht mit Originaltönen hinausgeht, über einen klassischen Radiobeitrag. So quasi. Oder wenn man etwas nicht versteht, weil es so ästhetisch im Radio ist und so gestaltet. Ja, wenn man nicht genau weiß, was geht es da genau. Das ist ein Feature. Und ein Freund von mir sagt immer, geht, du machst doch beim Radio, mach doch ein Feature über. Das heißt, er meint nicht so eine klassische Erzählgeschichte, sondern einfach Feature da aufblasen. Also, und für ihn ist alles, was ihm macht, Feature. Und in Wirklichkeit, wenn man ein bisschen nachschaut, hat es etwas mit Standpunkten zu tun. Also ein Feature wäre für mich so etwas. Man sitzt so am Rande irgendwo oben, auf einem Hügel, ist nahe genug bei solchen Dingen, die vor sich gehen, sieht in der Ferne Leben und hat so alle Möglichkeiten, diese Landschaft zu beschreiben. Was ein Feature für mich nicht ist, wäre diese Sache, das wäre für mich eine Reportage. Kann ich mir nicht vorstellen, dass in irgendeiner Weise ein Feature angemessen wäre. Wobei man natürlich aus der Sicht eines Einzelnen natürlich wieder ein Feature machen kann und auch wieder das volle Programm zur Verfügung hätte. Aber rein vom Bild her ist das die Kunst der Reportage und eine andere Abteilung. Das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen zu den Inhalten schauen, was ist da alles drinnen, alles, was wir vom Radio, vom Hören kennen, mit ein bisschen Schlagsahne drauf. Das heißt, du hast nicht nur deinen Text für deine Inhalte, sondern kannst auch noch seufzen dabei. Oder kurz einmal lachen, ja, auch das geht. Oder eben eine Geschichte erzählen aus einer eigenen Perspektive. Alles, was man so trommeln kann. Das zweite wäre dann der Originalton. In einem normalen Bericht würde man einatmen, lachen, weinen, wegschneiden, aber du kannst natürlich praktisch im Feature einatmen bringen lassen. Also das ist großartig, wenn jemand einatmet. Ausatmen kommt selten vor, glaube ich jetzt einmal, aber da fällt mir nichts dazu ein. Vox Pop, die Stimme des Volkes, ist, wenn man einfach Leute auf der Straße interviewt und zusammenschneidet. Atmengeräusche ist klar. Wir haben das Musik schon angesprochen, als Musikbett finde ich persönlich ist böse. Es gibt keinen Grund, ein Musikbett einzusetzen, also etwas, was ich sage oder der Interviewpartner sagt, mit Musik zu unterlegen. Das geht nicht. Außer man will es absichtlich ausdrücklich tun und machen. Bitte, dann klar. Als Trainer ist Musik super und als Song wiederum im Allgemeinen böse, weil einfach diese Dinge viel zu eins übereinander passt. Also praktisch, ich mache etwas über Geld, dann kommt diese Musik mit dem Geld zählen und so weiter.
oder ich mache was über das Riesenrad, dann kommen die Prater bringen wieder die Bäume. Ja. So, ja. Und wir haben Zitate, die dann von Profisprechern gesprochen echt cool sind. Also wenn ich rede so Hausgebrauch, Radiodeutsch, und wenn das aber wer echt kann, dann ist jeder depperte Text großartig. Die kennen das, ja. Und damit kann man trommeln. Also das wären die Inhalte. Und jetzt schauen wir zur Komplexität. Wesentlich ist, dass ein Feature versucht, also von meiner Sicht aus, mehrere Ebenen zu fahren. Und in einer Reportage oder in einem Mittagsjournalbeitrag, Nachrichten, habe ich eine Ebene. Und die wird exekutiert. Und unsere Kunst beim Feature machen ist jetzt, diese verschiedenen Ebenen zu verknüpfen. Der Zuschauer, der Riesenradfahrer, der technische Wärter, der das Ganze schmieren muss, die geschichtliche Ebene, also alles, was da ist, und das dann schön zu verknüpfen, das ist irgendwie eine sehr hübsche Arbeit. Macht irrsinnig viel Spaß und braucht alles, was man in seinem Leben bisher gelernt hat. Gibt es eine Maximallänge für ein Feature? Also ich glaube, im Radio ist so eine Stunde üblicherweise oder 55 Minuten diese, das sind die ganz die großen Feature. Und gibt es mehrteilige Features oder ist das auch wieder was anderes? Ja, es gibt jetzt ein fünfteiliges Feature über die Geburt. Und es sind fünfmal eine Stunde und kann man als Podcast, ich glaube WDR ist es, runterladen. Also es ist eigentlich wie auch immer. ich sage jetzt alles nicht scharf, weil man kann sich, also und jetzt kommt ein Beispiel, wo ich so ein Feature-Element in eine klassische Radioreportage gepackt habe. Bei uns in Österreich gibt es das Journal Panorama, das ist so 30 Minuten nach den Hauptnachrichten im Radio Reportage. Und ich habe was gemacht über Bildungsökonomie, also das ist die Frage, was das ist, und habe aber so ein Feature-Element reingepackt, das böse ist und viel Spaß macht. Gemessen, verglichen, im globalen Moderation. Leise, aber beharrlich entstand ein neues ökonomisches Forschungsgebiet, die Bildungsökonomie. Ein Journalpanorama auf der Suche nach dem Wert der Bildung von Lothar Bodingbauer. Jeder, der einmal in der Schule war, ist in Österreich ein Bildungsexperte. Und jeder, der einmal Geld ausgegeben hat, ein Ökonom. Wer beides tat, ist Bildungsökonom. So könnte man überspitzt die Verwirrung auf den Punkt bringen, die derzeit in Österreich um den Begriff Bildungsökonomie herrscht. Dabei ist es doch so einfach, man muss nur den richtigen fragen. Heute 10:35 Uhr. Grüß Gott, Herr Obingbauer, Glückwunsch, Bildungsministerium, Sie haben gestern versucht, mich zu erreichen. Betreffend Ihre Anfrage, was für Kosten für den Staat anfallen beim Sitzen einer Schülerin liegen beim Bildungsministerium keine fertigen Zahlen aus entsprechenden Erhebungen vor. Eventuell könnte die Bundesanstalt Statistik Österreich diesbezüglich jetzt ein Material für Sie bereitstellen. Mit freundlichen Grüßen, Ludwig Bildungsministerium. 7.700 Euro kostet einmal sitzen bleiben im Durchschnitt in Österreich der öffentlichen Hand. Was immer man mit dieser Zahl anfangen will. Sie ist auch im Statistischen Zentralamt nicht leicht zu kriegen, die sonst alles haben, was in Österreich Daten für uns. So, das heißt, mit Ironie anfangen ist einmal unüblich in einer klassischen Reportage, aber ich bin bei solchen Leuten in die Schule gegangen, die haben einfach lauthals applaudiert, wenn ihnen sowas gelingt, dass man aus dem Anrufbeantworter zeigt, dass das Bildungsministerium keine Ahnung hat, was eigentlich ihre Arbeit an Kosten verursacht, wenn es nicht funktioniert. Und das darzustellen, finde ich, ist ein Feature-Element, das unseren Reportagen nur gut tut. In jedem Detail kritisierbar, natürlich, aber das ist ein bisschen diese Feature-Denke. Zweite Geschichte, also neben dieser Komplexität der mehreren Ebenen und dass man auch ein bisschen wild sein darf, sind zwei Tricks, die ich euch gerne zeigen möchte, und zwar Zeittricks und Raumtricks. Die Raumtricks kennt ihr wahrscheinlich, das ist ja wieder, dass man einfach schneidet. Jemand, der hier sitzt, wird interviewt und dann harter Schnitt auf jemand, der im anderen Bezirk, im anderen Land sitzt, wird interviewt. Das ist eine Raumverschiebung, also, und ein Raumtrick. Das ist bekannt.
interessant ist, dass es einfach sehr lustige Zeittricks gibt, wenn die funktionieren, dann passiert im Hörer etwas. Ich spiele euch mal ein Beispiel vor. Kritisch denken ist für mich, dass man nicht blind der Meinung der Masse, sage ich jetzt mal, folgt, sondern für sich selbst fragt und schaut, ob man andere Antworten finden könnte, als der die vorgegebene Meinung eben ist. Ja, das wird schon seinen Grund haben. Also wenn ich zum Beispiel einen Eisenbahnwaggon sitze, der komplett reserviert ist. Das wird schon seinen Grund haben. Aber halt, es sitzt doch niemand dort. Die österreichischen Bundesbahnen werden doch nicht auf die Idee kommen, ihre Passagiere so hinters Licht zu führen. Wenn ich in einem Eisenbahnwaggon sitze, der komplett reserviert ist, dann würde ich mich trotzdem hinsetzen und zwar einfach so lange, bis mich jemand bittet aufzustehen, den Platz frei zu machen, da er schon reserviert ist. Also es wird schon seinen Grund haben. Ein Satz, sie spricht weiter, dann greift er denselben Satz noch einmal auf, ein bisschen variiert, sie spricht weiter und dann setzt er fort mit seiner Bundesbahngeschichte. Da ist etwas, da muss man aufpassen, dass diese Einschübe nicht länger die 3 Sekunden sind, weil der Hörer das sonst nicht merken kann. Aber wenn es kurz genug ist, kann man es überlappen lassen, die Geschichten, und irgendwas spürt man dann. Also ich weiß nicht, beim Hören, da ist etwas komisch. Da ist etwas. Und ich schreibe das in Non-Linear Time Tricks, weil das ist einfach unsere Herausforderung. Wir haben eine lineare Zeit und wir müssen die nicht linear machen. Und da gibt es eigentlich ganz wenig. Die Überlappung ist eines davon. Zweites, wer das in die Zeit zurückgehen lässt. Dann werden wir mal sehen, was die Kinder wählen. Im Idealfall einer Spanisch, einer Russisch. Was aber eine gemeinsame Unterhaltung unmöglich macht. Die Ressourcen sind beschränkt. Andere Sprachen werden nicht angeboten. Chinesisch wäre cool, meint einer. Und da stellt sich die Frage, welche Sprache finden Sie cool? Italienisch. Dänisch? Ich glaube, Arabisch. Italienisch. Swahili. Russisch. Italienisch. Ungarisch. Ich bevorzuge Spanisch, also Spanisch. Spanisch. Französisch. Natürlich Persisch. Türkisch, Arabisch, eventuell noch Tschetschenisch. Aber hoppala, Moment, da fehlen doch die Gründe. Die haben uns geschnitten. Welche Sprache finden Sie cool? Und warum? Italienisch. Das ist fast so alte Bringschuld. Wahrscheinlich Dänisch. Ich könnte mit meinen Hunden sprechen, weil wenn man mit denen Deutsch redet und dann sagt, setz dich einmal hin oder so, ich könnte mit meinen Hunden dann auf Dänisch sprechen, dann gebe ich sozusagen auch klare Befehle an die Hunde, die sie dann besser ausführen können. Ich glaube, Arabisch. Es ist auch eine der Sprachen, die sehr weit verbreitet ist. Italienisch. Von der Sprachmelodie gefällt mir das so. So ähnlich, weil ich schon mal dort war und das klingt sehr gut. Und so weiter. Das heißt, die reden jetzt genau das Gleiche, noch einmal, aber mit Begründung. Und damit es funktioniert, muss ich irgendwie für den Hörer die Zeit zurückdrehen. Und das war früher so an diesen Bandmaschinen, dass man das zurückgekurbelt hat. Und es hat jetzt rausschneiden. Und dort hat man es zurückgedreht. Und die Frage ist natürlich, ob dieser Time-Trick auf diese Art bei jungen Hörern auch noch funktioniert. Die kennen möglicherweise eine rückwärts abgespielte Ton. Geschichte. Das Geräusch. Ja, die kennen vielleicht das Geräusch. Da muss man aufpassen. Also eins meiner Kinder hat gesagt, zum Dia-Projektor, hier schau ein alter Beamer. Und das ist eben der Zeit. Also, aber im Wesentlichen kann ich schon einmal in einem Feature die Zeit zurücklaufen lassen und sagen, Moment einmal, das war jetzt alles viel zu schnell. Wir hören uns das Ganze jetzt noch einmal im Detail an. Und dann spielt das noch einmal. Ich kann auch was zweimal spielen. Und das ist einfach, finde ich, wunderschön, weil in einer Reportage sagen, bist du deppert, das kannst du nicht machen. Ja, ich glaube, ihr seid verstanden, bitte alles noch einmal. Und geht. Dritte Zeitgeschichte ist, dass ich in der Zeit schnell voranspringen kann. Und ich habe da auch so ein 10-Minuten-Reise-Feature gemacht über die letzte Schlafwagenfahrt von Wien nach Berlin. Und wie kann ich 8 Stunden in 10 Minuten komprimieren? Also wie kann ich dem Hörer glaubhaft machen, dass jetzt Zeit vergangen ist und ich plötzlich in Prag bin. Und das habe ich in dieser Geschichte so gelöst. Er sagt halt, dass irgendwie die Tschechen so zu 4 zu 5 halt reinkommen, die Türen runterrutschen und aufmachen. Und wenn die Leute schlafen, halt die auskommen. So, dann wollen wir mal die Pässe noch sortieren. Und dann sieht es gut aus.
wäre Zeit, wer ist kein Inland. Uhr 41. Und so weiter. Also ist einfach bei dieser Geschichte die Herausforderung gewesen. Und da hat einfach jede Geschichte seine eigene Herausforderung. Genau, neben diese Raumtricks ist das Überblenden noch eine typische Feature-Geschichte. Wenn ich zum Beispiel du bist ein Verschieber, der an der Eisenbahn die Züge koppelt und dann hört man den im Stellwerk über Funk und dann wird überblendet das Gleiche, was du gerade sprichst, auf dich im Mikrofon-Originalton. Dann ziehe ich praktisch den Hörer vom Stellwerk raus auf die Schiene und das Überblenden ist etwas, was eine typische Feature-Geschichte wäre. Ja, und das sind jetzt praktisch vier Sachen, die man eigentlich gut einsetzen kann und mir sind nicht recht viel mehr eingefallen an handwerklichen Tricks. Der Rest dürfte im Inhalt liegen. Und das schauen wir uns jetzt an. Eine kurze Frage zu diesem Überblenden. Ja. Also entweder hat man halt zwei Personen, die das dann parallel aufnehmen, oder du nimmst es halt einmal mit ihm drin auf, oder du nimmst dann das Audio und lässt es dann so klingen, als wäre es über das Stellwerk alles gekommen. Alles ist möglich. Okay. Oder gibst ihm ein eigenes Aufnahmegerät, das du ihm umhängst, du gehst aber ins Stellwerk. Ja, okay. Und braucht in diesem Fall dann ein bisschen Vorausplanung. Ja. Mhm. Ich würde ganz gerne mit euch ein Feature kurz einmal anplanen oder die Denkart kennenlernen zu einem Thema, das wir nie gewählt hätten. Ach, Moment, nämlich unten. Aber vorher zeige ich noch, wie man es anbietet. Das erste ist, dass man die Sendung hört und kennt. Weil die ticken alle unterschiedlich. Und es gibt schon so eine gewisse Sendungsart, die man übertreten kann, aber nicht unbedingt. Weiß nicht. Jeder hat seinen eigenen Stil. So jeder hat einen eigenen Stil und man braucht ihn nicht zu kopieren, aber praktisch man kann keinen Fisch mit so einem Maul so ein Futter hingeben. Also man soll einfach, wenn man was anbietet, die Leute die Sendungen kennen. Und ich habe zum Beispiel, ich fahre jetzt in 3 Tagen nach Erfurt in eine Kakteengärtnerei und mache dort einen Podcast. Aber das ist die älteste Kakteengärtnerei Deutschlands und die haben Expeditionen gemacht, 7. Generation, Südamerika. Das ist doch eigentlich was für eine Reisesendung, die ganze Welt in ein Glashaus. Hab das der Reiseproducerin der österreichischen Reisesendung geschickt. Liebe Ursula, ich fahre Ende Oktober nach Erfurt und eine sehr spannende Kakteengärtnerei. Genau das, was ich jetzt gesagt habe. Das wäre doch was für Ambiente. Beigeschlossen wird dann immer gleich ein Pressetext, Titel mit Kakteen um die Welt, Besuch in der ältesten Kakteengärtnerei Deutschlands und kurz eine Beschreibung, was da eigentlich drinnen sein soll. Das seit 33 Jahren und im Wesentlichen so, wie man es in der Ankündigung schon sehen würde. Da muss man 10 Minuten nachdenken. Und die Reaktion ist immer unterschiedlich, in diesem Fall typisch. Danke für das Angebot. Wenn wir es machen, wäre natürlich auch die historische Komponente und wie tatsächlich die Welt dahinein gespielt hat und welche Rolle das Reisen hat, hat er heute auch. Ohne den ging es nicht, obwohl das Ganze ja recht spannend ist, auch mit der Ex-DDR-Geschichte. Es soll halt nicht nur ein Beitrag über eine Kakteengärtnerei in Erfurt sein, denn einen Ausflug macht dann niemand in Österreich aus Wien. Damit man sich nicht fragt, warum das für Österreich relevant sein könnte. Alles hängt natürlich auch in diesem Fall von der Eloquenz des Herrn Hage ab. Der muss toll erzählen können und mitreißend sein und lustig und eben ins Glashaus bringen und zu uns ins Radio. Sie hat recht. Wenn er es nicht bringt, sehe ich die Relevanz nicht. Den Kakteengärten, die super sind, gibt es im Süden zuhauf. Also, und jetzt kommt es also, heißt in Wirklichkeit mach's, ja? Wenn der Beitrag nur in Ambiente zu hören ist und nicht schon vorher in einer anderen Sendung, Moment, oder einer anderen Reinsplattform,
dann würde ich mich über einen netten 10 Minuten freuen. Wie gesagt, wenn der Herr Hage ein guter Erzähler ist. Sicher ist der gute Erzähler. Also das geht nicht anders. Und das wird dann so ähnliche Geschichte wie mit dem Riesenrad, weil wie bilde ich stille Kakteen jetzt ab? mit dem Hintergrund, was die Frau will von mir. Also das ist dann echt lustig, weil da fängt nämlich dann diese, da ist man wie ein Hund, ein Jagdhund, der einer Spur nachgeht und versucht es jetzt umzusetzen, was eigentlich die Anforderung ist. Ja, und wir machen das jetzt gemeinsam hier jetzt zum Thema unten. Wir machen ein Feature unten. Die Frage ist, warum nicht über oben? Ja, geht auch. Ja. Über unten und oben, von mir das ist auch recht. Das heißt, wir probieren es einfach aus. Pressetext, da tue ich es. Klar sind wir alle lieber oben, da gibt es viel zu tun. Doch dann geht es wieder abwärts hinunter. Was unterscheidet das unten von oben? Das haben sie gemeinsam. Und was hat das mit der Kavitation zu tun? Ein akustischer Rundgang zu jenen, die oben bleiben wollen und zu denen, die nach unten müssen. Ein Pressetext heißt nicht unbedingt, dass man genau das dann machen muss, aber man muss einmal was aufschreiben. Und sie sind echt sauer beim Radio, wenn sie nicht das kriegen, was da drin steht. Was sie bestellen. Und in diesem kleinen Spalt, also dass man ja keine Ahnung hat, was das ist, und dem, dass man es liefern muss, liegt die ganze Arbeit. Und das ist ja der lustige Teil. Und ich habe eben gedacht, dass ich das zu euch mitnehme und bin dann so durch Wien gegangen und habe mir gedacht, okay, unten, ja, ein bisschen überlegt. Und dann fahre ich mit einem Freund am Hauptbahnhof mit dem Lift hinunter und die Frauenstimme im Lift sagt abwärts. Okay, abwärts. Das hole ich mir. Wir fahren wieder rauf, ich höre das hin. Sie sagt es nicht. Sind wir da unten? Zero, da ist ein Nullgeschoss. Fahren wir noch einmal rauf? Sie sagt es nicht. Dann fahre ich am Abend extra noch einmal hin mit dem Hund und fahre jeden dieser 12 Bahnsteige mit dem Lift. Sie sagt es nicht. Die sagt alles, nur nicht das, was sie gesagt hat. So, und das ist wirklich verblüffend. Das heißt, meine wunderbare Idee mit dem Abwärts funktioniert nicht. Also ich kann mir das vorstellen, was sie sagt. Etage 1. Türe öffnet. Ja, super. Okay. Etage 0. Türe öffnet. Schließt. Also, Türe schließt, ja. Türe schließt. Dann winselt schon ein bisschen. Und das ist jetzt das Problem. Man hat eine wunderbare Idee, dass man eigentlich das schön brauchen könnte und es ist irgendwas anders. Und das ist dann kein Scheitern, sondern da fängt es auf einmal an, dass man auf ein Feature entfaltet. Ich habe es einmal so probiert, dass ich zumindest einmal ein bisschen was zusammenbaue. Abwärts. Hinunter. Ebene 0. Türe öffnet. Wir sind unten. Jetzt passt es natürlich noch nicht zusammen mit der Stimme, aber es ist zumindest 3 Sekunden und 2 Sekunden dazwischen, dass es nicht so ganz auffällt. Aber es ist einmal eine Art von Struktur, die mir hilft, einen Eingang zum Thema zu finden. Ein bisschen spielen mit dem Zeug. Darf ich da mal ganz kurz nachfragen? Bitte immer einwerfen, genau. Das heißt, bei dir geht es eigentlich von der akustischen Idee aus dann zum Inhalt, oder? Parallel würde ich sagen. Mhm. Immer, wenn man denkt, man möchte gerne ein Feature über unten machen, geht man anders durch die Stadt. Und dann hört man plötzlich abwärts und dann sagt man, okay, das ist eigentlich interessant. Und dann entwickelt es sich eigentlich parallel. Mhm. Ja? Es gibt ja irgendwie so Sound-Datenbanken. Böse. So etwas genauso böse wie... Böse. Weil man es... Nein, also man, nicht, ethisch ist es nicht böse, nur es ist nicht meine Geschichte. Mhm. So. Wenn ich natürlich jetzt eine Ente brauche und das ist das Einzige, was mir fehlt, dann werde ich mir natürlich irgendwo eine Ente suchen.
und ich tausche meine Töne, immer meine schönen Atmos bei Free Sound immer aus. Also ich lade selbst viele hoch, die ich habe, und hole mir von dort bei Free Sound Sounds, wenn ich sie brauche. Und das ist auch okay, wenn eine finnische Ente praktisch in Tallinn aufgenommen wird, gegenüber dem Meer, also dem Meereinschnitt. Ich würde keine italienische Ente nehmen. So. Also ich habe jetzt so dieses Element, da gibt es etwas, also unten wird erreicht durch eine Liftfahrt. Da gibt es einen Transit zwischen oben und unten und das gefällt mir für ein Feature ganz gut. Allerdings, der Hörer sagt, da muss ein bisschen mehr passieren, wie das. Und ich habe selbst den Gedanken, ich möchte eine fünfte Jahreszeit erfinden, die so ganz anders ist als alle anderen. Und da freut man nicht für ein, weil die Jahreszeiten schon alle spielen, kalt, warm, hell, dunkel. Und eine ist mir eingefallen, die fünfte Jahreszeit, das wäre so eine Nebelschicht auf einen Meter Höhe. Das ist sehr dicht und alle Leute wissen, was kommt jetzt wieder, weil die Autofahrer sitzen drunter und die Leute, die spazieren gehen, sind drüber. Die Kinder haben echt eine starke Zeit in dieser Zeit und auch die Hunde, die Kleinen. Also aus dieser Fantasie könnte man eine, finde ich persönlich, eine kleine Geschichte schreiben, die das einfach auf die Spitze treibt und das Thema einfach einmal aufschrammt. Wie auch immer man das dann konkret umsetzt. Damit sind wir jetzt bei den Ebenen. Ich sehe folgende Ebenen. Die reale, die soziale, die Fiktion, deren Erfindung, die Wissenschaft und die Metaebene. Was bedeutet das? Die reale ist das, was wir alle erleben können, wo praktisch alle verstehen, wovon wir sprechen. Und da denke ich nach, wer ist oben und will oben bleiben, obwohl ich Sendung über unten mache. Ich denke, wenn da einer im Flugzeug sitzt und in der Sendung vielleicht anfängt oder vorkommt, in einer Sendung da unten, und plausibel argumentiert, warum er dort nicht hin will, wäre er zumindest ein heißer Kandidat vorzukommen, der Affenaut sowieso. Wer ist dann zwischen oben und unten, das wäre der Fahrstuhl oder das Balancieren am Seil, einfach nur meine gedankliche Welt ein bisschen ausfalten. Wer ist unten? Kinder, Hunde, Laufkäfer und Laufkäferforscher. Und wer ist unter unten? Im Bergwerk. Also es gibt auch noch eine Ebene unter unten. Und das gefällt mir schon wieder gut. Wie auch immer das dann passiert, also das umzusetzen und das zu machen. Das heißt, in meiner Denkart versuche ich einmal praktisch dieses Unten, was ja ein Zustand ist, aufzuspannen und auch einen gewissen Widerwillen herzustellen, diese Seiten zu wechseln. Noch mal anschließend an die Frage von dann Seite. War jetzt dieser Text die ursprüngliche Idee und hast du geguckt, was du jetzt damit machen kannst, oder hast du diese ganzen Gedanken schon vorher gemacht, bevor du den Text geschrieben hast? Parallel. Oder die Idee gehabt hast? Parallel. Okay. Also das ist, ich finde, das ist ganz typisch und das ist das Schöne beim Feature machen, dass man sagt, okay, über unten wäre schön und auf einmal ändert sich dein Leben. Du erinnerst dich an Dinge, die du schon einmal gedacht hast, du hörst neue Aspekte, gehst neue Wege. Und das setzt man einfach dann letztlich akustisch ruhig und überlegt um. Sozial wäre dann der Bankrott unten, also so das Typische, es gibt viele Redensarten oder einige, zumindest fallen mir zwei ein. Jemand muss wieder ganz unten anfangen und du musst dich erst hinaufarbeiten. Womit wir bei den Einwanderern sind und Migration, und damit kriegt dieses Feature schon auch ein bisschen eine Dimension abseits des Tralalas. Ja? Also Themen unserer Zeit sind die, die wir im Radio auch machen wollen, hören wollen, gestalten wollen. Immer mit der Gefahr, also dass man irgendwas an den Haaren herbeiführt, zieht, Fahrstuhl führt, was auch immer. Ja? Fiktion ist alles, was an Literatur gibt, kann ich zitieren. Also gibt es jemanden, der etwas geschrieben hat, kann ich das als immer wieder auftauchen lassen in der Sendung, was hübsch ist, als Erholungsphase, weil dann weiß man, es kommt aus einem Buch. Und immer wenn das kommt, kann ich mir ein bisschen ausrasten. Weil die argen Gedanken, die Spiralen, die sind dann ja dazwischen. Bei der Wissenschaft wäre für mich immer so kühn der Urwald, der kam vom Licht, wenn es dunkel ist, bist du tot. Vom Licht her. Und was auch immer sich auf der Metaebene abspielt, ist halt einfach dann
noch möglich. Metaebene, das heißt, über das unten reden, könnte man einen Experten holen, der das einfach ein bisschen positioniert. Einen Gravitationsexperten oder einen Anthropologen, der zu allem was sagen kann. Meine Fragen habe ich dann, die notiere ich dann parallel, die ich nicht beantworten kann. Also woran erkenne ich unten? Existiert unten nur mit oben? Kann ich mich dem unten alleine widmen in so einer Sendung? Oder muss ich dann de facto über das oben reden? Und wie entgehe ich der Banalität? Das ist nicht uninteressant, diese Frage, weil man kann über jeden Blödsinn ein Feature machen. Es kann aber nur sein, dass es banal ist und dann soll man es erkennen. Vorher. Weil dann ist es reparierbar. Also es ist, ich muss eines meiner vielen Elemente aktivieren, damit die Banalität nicht stattfindet. Und da ist jetzt, sagen wir bei den Tipps eigentlich schon, jede erste Idee ist zu streichen. Jede. Ja, also ist einfach. Was auch immer die erste Idee ist, streichen. Wie klingt eine Schule? Schulglocke. Streichen. Kommt nicht vor. Ja? Schweres Atmen von einem Kind, das eine Testangabe gerade bekommen hat. Ja, das wäre schon interessanter. Streichen. Zweite Streiche. Äußerst hilfreich. So, dann schauen wir mal geschrieben, bevor wir das mal zur Arbeitsweise. Ich mache es immer so, von meinem Bild her, ich habe einen Wandteppich. Wenn ich ein Feature anfange oder während ich ein Feature sammle, die Töne, ich habe irgendwie das Gefühl, da hängt der Teppich und ich habe jetzt Blau ist schon drinnen. Jetzt brauche ich was für rechts unten. Ich brauche etwas, was ein bisschen hervortritt und das Rot ist noch nicht da und ein Muster hätte ich gern. Und auf einmal steht eine Landschaft und dann weiß ich, das passt. Da gibt es einen Punkt, wo man dann sagt, das wird funktionieren. Bei den Kakteen, keine Ahnung. Also ich weiß aber, wenn ich dort bin, sammle ich Zutaten für den Wandteppich. Und da weiß ich ganz genau, was ich schon habe und was ich noch brauche. Und das funktioniert immer. Dass man dann auf die Suche geht, ganz konkret die fehlenden Stellen zu vervollständigen. Weil die weiß man dann. Wenn ich das schon alles habe, das, okay, und dann geht man. Und es gibt immer etwas, was man dann machen kann. Dann kommt das nächste, die nächste Phase des Transkribieren. Ich schalte das also ab. Die Interviews, aber recht gut Deutsch eigentlich, durchaus Stichworte, aber meistens ganze Sätze. Ich korrigiere dann meistens auch die Tippfehler, also ich schreibe es schön ab, dass ich es lesen kann. Und ich schreibe vor allem Gedanken dazu, die ich habe. Da habe ich Plusgedanken, die guten, und Plus-Plus-Gedanken, die sehr guten. Und die Plus-Plus-Plus-Gedanken sind dann die sehr, sehr guten. Und dann komme ich meistens drauf, dass in der Sendung dann eh nur die Plus-Plus-Plus-Gedanken vorkommen. Weil der Rest eh sonst zu viel wird und so unglaublich. Also, ja. Und dann, wenn ich das dann den Text lernen, heißt, ich spiele mir das dann meistens, ich muss ihn ins Gefühl kriegen, was meine Leute, Interviewpartner, gesagt haben. Oft spiele ich mir es nur mehr raus und höre mir es beim Laufen an. Und dann kriege ich irgendwie so ein Gefühl, wie tickt das gerade alles. Und dann wird es linearisiert, das heißt, ich muss jetzt einmal das Skript schreiben, das wirklich linear, Sekunde 00 bis Minute, was auch immer die Minute ist, beinhaltet. Und dazu mache ich mir meistens so Kärtchen mit den Hauptaussagen der Interviewpartner, die ich gerne drinnen haben möchte, weil nur der das so gesagt hat. Wenn du das auch so gesagt hast, Skinner, wie er, dann kommen beide nicht vor oder einer davon nicht. Also es hat jeder immer etwas, was nur er oder sie sagen könnte. Und diese Stellen kommen vor, die kommen auf ein Kärtchen. Dann habe ich meine akustischen Elemente, schreibe ich auch auf ein Kärtchen. Und dann schiebe das und linearisiere das Ganze. Und dann sehe ich, okay, ich brauche noch ein blaues Kärtchen, was für ein Musiktrenner ist. Hier, wenn das Thema wechselt, dann hätte ich gerne das so getrittelt, Drittel, 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 dass man sich ein bisschen erholen kann, wo sind meine Erzählstrecken, und dann wird exekutiert, also im Sinne von ausgeführt, die Geschichte. Also das liegt dann kärtchenmäßig da, und dann setzt man sich hin,
wartet, bis man in einen gewissen Rauschzustand kommt. Und das geht ganz automatisch, indem man nur anfängt zu schreiben. Und dann merkt man auf einmal, Moment, für diesen Einstieg, für diesen Satz, gibt es nur einen aus dem Bereich, der da dazu passt. Und dann geht es weiter, und dann geht es weiter, und auf einmal kommt der Rausch, ja, und dann weiß man genau, jetzt habe ich die Hälfte, jetzt wird meine Geschichte funktionieren, nämlich auch klanglich, am Papier weiß ich es ja schon, aber das spürt man so nicht. Und dann wird es nur noch fertig gestrickt im Manuskript, und das war's. Und dann setzt man es halt am Computer praktisch dann diese Ausschnitte zusammen, weil dann muss man die Uthesien isolieren aus den Interviews. Und das Ergebnis ist sehr viel besser, wenn man das vorher macht, denken, und nicht während Interviews Sachen rausschneiden und dann erst das Manuskript schreibt. Ich glaube, beim Feature spürt man Nachdenkzeit letztlich. Man kann sie so auch spielen und dann das Manuskript aus dem schreiben, was sie dann vorhanden hat. Akustisch ist eine Möglichkeit. Kurz zu der Frage, wie ist denn das, weil ich finde halt immer schwierig, wenn man halt den Text dann zum Beispiel liest, weil man ihn transkribiert hat, dann kann man sich natürlich überlegen, boah, das liest sich jetzt gut, aber in der Situation kann es ja sein, dass es dann gar nicht so gut klingt, weil als Beispiel der Satz am Ende nicht gut geendet hat, also dann nach oben ging die Melodie oder so. Das würdest du beim Transkribieren schon mit einem Beistrich kennzeichnen. Ja, okay. Das heißt, jeder Beistrich ist quasi ein nicht schneidbarer Teil eines Satzes. Mhm. Wenn er einen Punkt macht, egal ob es grammatikalisch stimmt oder nicht, dann ist er Punkt. Ja, und dann ist noch praktisch zu den Tipps, genau, jede erste Idee schweigen. Risiko ist ein Thema, je mehr ich ein Risiko mache, desto mehr kann es mir aufhauen, desto größer ist aber der Erfolg, wenn es funktioniert, und Preise gewinnt man nur durch Risiko, und ich finde, das ist das, was man als Hörer als Erster merkt, dass die Leute kein Risiko mehr eingehen, weil das einfach nicht gemacht wird. Also ruhig ein bisschen. Wir haben probiert, 10 Minuten Beiträge ohne eigenen Text zu machen. Ist ein Risiko. Kann nicht funktionieren. Hat teilweise nicht funktioniert. Aber es war zumindest einmal probiert. Ja? Das sollte jeder mal gemacht haben. Sich selbst völlig aus der Geschichte rauszunehmen. Und macht Spaß und geht schief und es muss es halt. Heißt das, dass ihr nur O-Töne aneinander gereiht habt? Ja, genau. Mit Musikstellen. Es war großartig. Es war so schön. Das heißt, ja. Ein Klangrätsel. Auch als Rätsel schon einmal gemacht. Genau. Und wenn man kann in der Anmoderation im Wesentlichen das ankündigen den Hörern. Also sie hören jetzt eine Collage, dann erwarten die gar nicht erst die Stimme. Also jedes Problem ist auch lösbar durch Kooperation mit dem Rest vom Sender. Und jetzt das dritte ist noch das Mikro schon anschalten vor der eigentlichen Aufnahme. Also das Drama schon ein wenig mitbedenken. Also mit dem eingeschalteten Mikrofon wohin gehen, anläuten, dann hört man Ja, Ankel! Und dann sagt man, ja, wo ist der Radio? Wer ist da? Polizei ist da? Wunderschön. Ja, also grundsätzlich gilt, jeder, der in mein Mikro reinredet, kann mit dem gesendet werden, auch wenn er sagt, ich sage nichts. Wunderbar. Ja, gut. Danke. Ab dem Moment halt nicht mehr. Ja, also, aber bis dorthin, und das wissen aber einige, die dann wirklich still sind. Aber auch Stille kann man im Radio wunderbar transportieren. Und ich zeige euch jetzt noch ein Beispiel von einem Dorfchronisten, wo es darum geht, in jedem Dorf gibt es so Leute, die einfach aufschreiben, was geschieht. Das sind dann auch die zwischen 38 und 45 in Österreich die Seiten dann letztlich dann am Schluss rausreißen. Die kommen nicht vor in ganz Österreich nirgendwo. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber bei uns gibt es die nirgendwo. Und da habe ich dann dieses Beispiel mit dem Mikrofon einschalten einfach schon eingebaut und auch, dass Musikbette unbedingt also böse sind. Da habe ich eins, aber ihr werdet es vielleicht dann merken, es steigt etwas an. Also es steigt. Es ist linear ansteigend, die Intensität, die das Ganze kriegt. Und die wollte ja ein bisschen mit Musik umschleimen. Warte, der Herr Bodingbauer ist schon da. Ja, wir gehen rein, gell? So. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
Das sind die drei Chroniken. Ja, dann machen wir doch gleich weiter, Herr Rodinfauer Schanz. Jetzt ist es so, sammeln wir es, Monat für Monat. Und wenn Sie dann fertig sind, noch ein oder zwei oder drei oder fünf Jahre, werden Sie gebunden. Das ist der Einband. Gehütet wird die Chronik wie das Augenlicht. Eingesperrt wird sie in eisernen Kästen. Und die Gemeinde hat dann eine fertige Chronik. Hast du noch eine Frage? Er muss einmal im Dorf stehen. Ein guter Chronist muss einmal das Dorf kennen. Das Dorf und seine Menschen. Und auch die Familienverhältnisse, die Mentalitäten. Daher soll der Chronist auch, sagen wir, möglichst im Dorf verankert sein und auch im Dorf ein gewisses Ansehen besitzen, damit er von der Bevölkerung akzeptiert wird. Er muss dann die Fähigkeit haben, Fingerspitzengefühl abzuwägen, was schreibe ich, was darf ich schreiben, was muss ich schreiben, was darf ich nicht schreiben, was interessiert die Zukunft und was nicht. Er soll sehr objektiv sein und darf nie in seinem Ausdruck irgendwie verletzend. Und er muss natürlich auch ein gewisses Wissen haben. Ein Wissen erstens über das Dorf, über die Geschehnisse im Dorf und darüber hinaus. Also, und er muss eine gewisse Liebe haben zum Dorf und zu seiner Arbeit. Sonst hat er keinen Erfolg. Und ich muss ehrlich sagen, Frau Rektor, wir haben eigentlich nie die ganzen 50 Jahre, wo wir zusammen haben, nie Schwierigkeiten gehabt im Dorf. Wir haben immer super das Richtige getroffen. Ja, kann man sagen. Und dann kommt die Geschichte, die viel erklärt und. Also ich finde das. Ich muss meine Interviewpartner auch lieb haben. Also ich würde nie jemanden vorführen oder irgendwie praktisch, außer er ist selbst sehr deppert. Das widerspricht sie jetzt gerade. Aber praktisch, das ist also eine Gratwanderung. Ja? Da war kein Schnitt drinnen. Der hat das so gesprochen, wie er es gesprochen hat, und er hat sich hinaufgeredet in dieses, in seine, letztlich ein Rückblick seines Lebens. Ja? Und dann kann man es im Text, also praktisch das hängt dann jetzt so weit rechts, und dann kann man es im Text, in der Entwicklung der Geschichte wieder positionieren, da kommt auch er wieder stark rein, erklärend, und das ist so eine schöne Arbeit, finde ich, also damit zu arbeiten, ohne den dann auch vorzuführen. Wen man sehr gern vorführt, ist einer in Braunau zum Beispiel, am Inn, wo ich herkomme, hat eine Sendung gemacht über das Hitlerhaus, und einer in Braunau hat sein Haus renoviert und hat wieder aufgefrischt, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, und den dann reden zu lassen. Weil der schlachtet sich selbst. Und er wird es vor allem nie begreifen. Das ist das Interessante. Er wird es. Genau so ist es. Eine ganz pragmatische Frage. Wie lange brauchst du für so ein Feature? 10 Minuten? Also ich würde sagen, für 10 Minuten, wenn ich... Insgesamt, von Anfang bis Schluss, ne? Wenn ich auf Jagd gehe, also unterwegs bin, dann bin ich wahrscheinlich einen Tag unterwegs. Für diesen Dorfchronist war ich de facto einen Tag bei ihm. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, ob da dann noch ein zweiter vorkommt, möglicherweise dann einen zweiten Halbtag. Dann wird einen Tag transkribiert gearbeitet und im dritten wird die Geschichte dann so bereitet, dass man dann mit Manuskript und Tönen ins Studio gehen kann. Also 3 Tage. Ja. Man kriegt 400 Euro dafür. Sag jetzt einmal beim österreichischen Rundfunk, für den Deutschlandfunk, die zahlen dann, glaube ich, einfach um die Hälfte mehr. 600 Euro. Das ist okay, wenn man es zweimal verkauft, Deutschlandfunk und ORF. Allerdings geht das nicht, weil jeder Sender hat seinen eigenen Stil mit seinen Beiträgen. Also Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang, die sind viel frischer und moderner mit ihren Reisearten. Mhm. Bei Ö1 ist es ein sehr doch bürgerliches Radio, wo man Sonntagmittag, das ist in Deutschland auch, aber unsere Hörer nicht zu sehr schockieren möchte. Aber das ist einfach ein Typus von der die Sendung fährt und so weiter. Und ich bin drauf gekommen, eigentlich geht es letztlich nur
für eine Ziellinie. Das heißt, du kannst auch nicht das Rohmaterial zweimal verwenden. Schon, aber ich krieg's im Kopf nicht zusammen. Okay. Ich kann es nicht denken. Also meistens mache ich es wirklich nur für einen. Ich kann auch nicht für die Zeitung parallel schreiben. Ich mache es wirklich nur für eine Sendung und das war's. Allerdings, die Bearbeitungszeit geht exponentiell. Also 20 Minuten brauchen dann nicht 6 Tage, sondern 9. Mhm. Also das heißt, gleich einmal 3 Tage noch extra für Zeug. Ich habe euch da, wenn ihr Lust habt, meine Radiosendungen, wo ich Aufnahmen hatte, in der Liste gestellt. Das ist meine Seite sprechkontakt.at, Radiosendungen. Und wenn ihr, bei vielen steht dann Anhören dabei. Unter anderem den Dorfchronist findet ihr, indem ihr Suche macht, einfach wo das Riesenrad. Und da könnt ihr, weil ich darf es nicht raufstellen ohne Passwortschutz, weil man dann, wenn da Musik drinnen ist, die Verlage schon fressen. Und das geht nicht. Aber mit Username, Radiosendung, Passwort, eben steht an der Wand, kann man dann das hören. Und ist einfach ein Zugang zu meiner akustischen Welt, wie ich es einerseits versucht habe zu machen, andererseits auch gerne selbst höre. Ich bin sehr tolerant beim Hören. Ich denke immer, hauptsächlich beim der Gestalter oder die Gestalterin ist irgendwie, einerseits höre ich es gern, wenn es greifbar ist, also wenn ich höre eben, dass die Person angesprochen wird, andererseits mag ich es auch, wenn sie völlig im Hintergrund ist. Es ist bei mir ein bisschen beim Hören wie beim Kaffee. Ich trinke jeden Kaffee ganz gerne. Also muss nicht extra sein. Ja. Aber letztlich ist doch der Feature-Autor sowohl Texter, also ich sag mal Literat. Ja, absolut. Ja, wie auch Akustiker. Ja. Also ich kann mir vorstellen, ich kann Akustiker sein und kriege ganz hervorragende O-Töne eingefangen. Aber ich bin einfach nicht in der Lage, die textlich zusammenzufügen. Also sie von einem O-Ton zum anderen überleitend oder sowas. Ne? Ich muss eigentlich beides sein. Ja, ja, du bist alles. Du bist, das ist auch, du bist eigentlich Textautor und der als Akustiker. Und der am Schluss zusammenkehrt. Ja. Ja, absolut. Das ist das Tolle an dieser Arbeit. Du hast keinen Beleuchter dabei, keinen Kameramann. Du wählst deinen Standpunkt, du suchst dir die Leute und du musst aber deine Geschichte verteidigen der Redaktion gegenüber und dem Sender. Und das tut der Sache sehr gut. Du musst aber auch Geschichtenerzähler sein. Ja, und das gerne machen im Idealfall. Aber du kommst auch völlig ohne Geschichten aus. Dann lass das einfach die Leute erzählen. Also ich meine, man erzählt ja immer Geschichte. Aber ich kann sie erzählen, die Leute können sie erzählen. Vorkommen in der Sendung, meine Geräusche können die Geschichte. Ja, bist du gar nicht einmal bei der Collage aus O-Tönen? Genau, Collage ist da drin unter Versöhnungsmechanismen. Genau, das ist da, Nummer 35. Das ist eine Geschichte praktisch, die nur aus Geräuschen, die ist schon ziemlich lang aus. Könnte man auch hören. Bitte. Moment, nimmst du auf? Was für Aufnahmegeräte hast du? Alles beliebige, aber ich habe mittlerweile ein S Yellowtech-Mikrofon. Das ist super für Mono, für Interviews. Ja. Da ist alles drin, das steckt immer ein. Ja, genau, aber für Geräusche. Und ich habe halt irgendein Stereo-Mikrofon, ein schönes für Atmosphäre, für, wenn ich dann wirklich auf Reise bin. Also der Lift, der war mit dem. Der Lift war mit meinem kleinen Olympus-Reserve-Ding. Das ich einfach, weil ich nichts schleppen will. Das habe ich aber versucht, meistens dabei zu haben, dass ich notfalls auch wirklich ad hoc was Schönes kriege. Ja. Und wenn du ein Feature produzierst und planst, dann machst du ein Feature. Und wenn du eine Podcast-Sendung machst, dann machst du einen Podcast. Genau. Ist da Überlappungen? Es gibt wunderschöne Überlappungen. Ich fange dann meistens mit dem Podcast an, weil da richte ich mich an die Hörer, an die Podcast-Hörer und betreue die akustisch. Aber wenn ich, das heißt, die haben alle Vorteile vom Hören, von diesem Thema. Und daraus kann ich dann Elemente nehmen für mein Feature, weil im Podcast-Gespräch kommen einfach irrsinnig nette Phasen vor, wo der Interviewpartner lacht. All das, was man im Radio sonst nicht hört oder nicht mehr hört. Und das dann fürs Feature zu nehmen, ist eine wunderbare Geschichte.
Ich kann aber nicht Feature-Interviews, also wenn ich Interviews mache fürs Radio, als Podcast verkaufen, weil da die Podcast-Hörer sagen, was ist das? Warum sagt er, können Sie bitte mit dem ganzen Satz noch einmal anfangen? Oder können Sie bitte beginnen mit, ich kann mir nicht vorstellen. Also man muss oft Leute beim Interview was vor, also bitten. Könnten Sie das bitte den ganzen Satz sagen, weil Sie arbeiten auf den Halbsätzen. Wie geht es Ihnen? Eh so. Ja, könnten Sie das bitte den ganzen Satz sagen? Mir geht es eh so. Und das kannst du Podcast-Hörern nicht zumuten, sowas. Ja? Von? Würdest du jetzt so, also... Was hältst du denn von den englischen, US-amerikanischen Features? Oder würdest du S-Town zum Beispiel als Feature sehen? Oder? Das weiß ich nicht, weil das konkret kenne ich nicht, aber ich weiß, dass es unterschiedliche Feature-Schulen gibt. Ich habe da ein bisschen so die deutsch-österreichische Originalton-Feature-Geschichte erzählt. Es gibt sicher das amerikanische Documentary mehr, das nach anderen Regeln tickt und andere Hörauswirkungen hat. Ich mag die auch unter Umständen ganz gern, machen mir aber latent nervös. Weil es zu viel Musikbett zu viel ist und zu viel. Aber, ja. Also, ja, bitte. Hast du einen Tipp, wie man nicht an der Masse erstickt? Was, hören oder gestalten? Oder? Naja, man nimmt ja sehr viel mit so, und hat unglaublich viele Töne, Ideen. Ja. Das tut immer weh, aber es tut der Sache irrsinnig gut, wenn man wegschmeißt. Und praktisch, den schön, hätten wir vergessen, den erste Idee immer wegschmeißen und den schönsten Originalton wegschmeißen. Bricht dir das Herz? Aber das ist der nur dir gefällt. Oder nur mir, ja? Es ist furchtbar, ja? Es ist dramatisch. Aber es tut der Sache gut. Wegschmeißen ist nie schlecht. Furchtbar. Das ist auch das Schmerzvolle am Feature, finde ich. Aber in meinem Podcast ist ein Ausweg, dass ich Gespräche führen kann, nicht unter diesen Zeitrestriktionen. Also ich würde irrsinnig gerne eure Features hören, weil genau das ist es, was entsteht und was man macht. Und bitte im Laufenden halten, wenn wer jemand irgendwo etwas... Es ist ja schon, wenn ich nicht nur einen Text erzähle, sondern ein Element einbaue, ein Schritt dazu, reicht schon mal völlig aus. Ja? Also auch da schon funken, wenn es was macht, damit wir das ein bisschen teilen können. Dankeschön.